whatever it takes. Und damit hallo und herzlich willkommen zum vorletzten Tag des Avenger Endgame Countdown und ich kann mich kaum noch halten. So langsam packt der Hype mich dann auch schon so richtig und wir haben es nur noch 2 Tage bis zu Avengers Endgame und heute gibt es dann den letzten Heldenruf mit natürlich meinem Lieblingshelden Captain America. Es gab tatsächlich so auch in der Community viele Spekulationen. Oh, ich sag dann und dann kommt der und der Charaktercheck oder Heldenruf und... Ja, ich fand das sehr interessant und fand das auf jeden Fall cool. Aber jetzt starten wir erstmal rein mit dem Heldenruf von meinem Lieblings-Captain America. Heavy One, the clear energy drink. Power made in Germany. Die Story lasse ich bei so einem wichtigen Charakter einfach mal wieder weg, weil wir wissen alle, wie das so gekommen ist, dass er eigentlich so zu Captain America geworden ist und gehen jetzt mal zur Gewichtung direkt zur Rolle und das ist ähnlich wie bei Thor und Iron Man wohl einer der wichtigsten Charaktere im MCU. Die ganze Avengers-Initiative wurde um ihn, um Tony und um Thor herum gebaut und er ist ja nicht umsonst der First Avenger, auch wenn er nicht als erster rekrutiert worden ist, ist er... Ja, auch nicht der Älteste, so richtig verstehe ich das Prinzip des First Avenger irgendwie nicht. Aber ist ja auch egal. Er ist enorm wichtig für unsere Avenger und er ist auch so eine Mitführungsposition, der so mit die Pläne schmiedet und arbeitet dann natürlich mit Tony nahe zusammen, um, ja, die Pläne umzusetzen. Aber letztlich die Pläne so richtig entwickeln, das tut dann doch eher der Captain. Die Stärken und Schwächen von Captain America sind tatsächlich so ein bisschen ähnlich mal wieder zu Hawkeye und zu Black Widow, denn an für sich Superkräfte hat er ja nicht wirklich. Gut, darüber lässt sich jetzt auch irgendwie streiten. Durch das Supersoldatenserum kann er alles irgendwie besser. Er kann von allem etwas mehr, aber auch nicht richtig krass. Ist irgendwie wie der Average Man, oder? Er ist schneller, er ist stärker, er ist größer geworden, er hat mehr Mut, aber was er sowieso schon ohne Supersoldatenserum hatte, er hat von allem so ein bisschen mehr, aber so eine richtige Superkraft hat er nicht. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber für mich ist es jetzt keine Superkraft, dass er alles ein bisschen besser kann. Ähnlich wie bei Hawkeye, es ist keine Superkraft, dass er gut schießen kann, sondern es ist eher eine Fähigkeit. Bei den Schwächen von Captain America kommt halt auch dann, ja... das Fehlen von Superkräften dazu. Ja, wie gesagt, er kann halt nichts besonders gut und besonders krass und das ist das Problem. Er braucht irgendein etwas besonderes Teil, um vielleicht gegen Thanos bestehen zu können, weil er alleine könnte niemals was gegen Thanos ausrichten. Er ist zwar stärker als normaler Erdenbürger, aber so richtig wehtun könnte er Thanos dann auch nicht. Zumal Tony seine super duper Antriebe brauchte und was weiß ich nicht alles, um Thanos zum Bluten zu bringen. Und das könnte Captain America nicht mal, auch mit seinem Vibranium-Schild nicht. Ein Thema, worüber ich eigentlich nicht reden möchte, aber es doch tun muss, ist die Todeschance von Captain America. Und die geht bekanntlich sehr weit auseinander. Die einen sagen, okay, der Film hat was mit Zeitreisen zu tun. Das heißt, Cap bleibt in der Vergangenheit vielleicht, um sich dort mit Peggy zur Ruhe zu setzen, um ihr den Tanz zu widmen und dort auf kleinere Verbrechensjagd zu gehen und vielleicht Adolf Hitler zu besiegen, keine Ahnung. Und ja... Die anderen sagen dann, ja, er opfert sich in Avengers Endgame für die anderen Avenger, dass die wieder zurückkommen. Ich persönlich fände es natürlich sehr schade, wenn Captain America sterben muss, aber nur so kann ich so richtig mit ihm abschließen. Ja, er ist mein Lieblings-Superheld, aber ich könnte nicht so richtig mit dem Gedanken leben, dass er sich zur Ruhe setzt. Aber da komme ich gleich zu den Wünschen, zu Avengers Endgame noch zu. Und jetzt muss ich mal leider dazwischen gehen, auch mal ähnlich wie Nerd Factory und Flips mal ein bisschen Werbung zwischendurch machen. Für, ja, Patreon habe ich leider nicht, das wollte ich mir mal anlegen, aber das hat irgendwie nicht so ganz funktioniert und da habe ich mich auch nicht so ganz reingefuchst. Aber wenn ihr mich ein bisschen unterstützen wollt und euch bedanken wollt auch mal für den Avengers Endgame Countdown, weil hier ist wirklich extrem viel Zeit reingeflossen, dann checkt mal den obersten Link in der Videobeschreibung, da kommt ihr zu Streamlabs. Dort könnt ihr einen einmalig kleinen Betrag mir zukommen lassen, um mich vielleicht zu unterstützen. Jetzt auch im Hinblick aufs Fantreffen, was am Samstag stattfinden wird, weil der Avengers Endgame Countdown war dann doch... Ja, nicht so erfolgreich, wie ich mir das hätte oder wie ich es vorher ausgemalt habe. Und deshalb würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einfach mal in der Videobeschreibung vorbeischaut bei Streamlabs. Ich würde mich extrem darüber freuen, wenn ihr was da lasst. Ihr werdet natürlich dann auch die nächsten Tage alle namentlich mal erwähnt. Und morgen gibt es ja ein
eine Zusammenfassung des Avenger Endgame Countdown. Da kann ich dann genauer drauf eingehen, was ich meine mit, er ist nicht so erfolgreich gewesen, wie ich dachte. Lasst gerne mal dann vielleicht was da. Schaut auf jeden Fall in der Videobeschreibung vorbei zu Streamlabs und dann könnt ihr was da lassen, wenn ihr das wollt. Und ansonsten auch ein netter Kommentar. Der ist auch schon hilfreich. Aber jetzt gehen wir erstmal weiter ins Video und den Lieblingsskin für Endgame, da brauchen wir bei Captain America, glaube ich, nicht so ganz drüber zu reden. Er hatte viele Outfits und er wird auch ein paar Outfits jetzt in Avengers Endgame wieder anhaben, unter anderem den Stealth Suit, der mein persönlicher Favorit ist, der jetzt auch im Hintergrund läuft. Der ganz schlichte, dunkelblaue Navy-Anzug mit den silbernen Sternen und Stripes, das ist eigentlich ganz cool und ja, so gefällt mir irgendwie am besten dieses, ja, lächerliche Outfit aus Avengers 1. Ich glaube, darüber wollen wir nicht reden. Ich glaube, darüber wollen wir wirklich nicht reden. Das hat keinem so richtig gefallen. Wünsche für die Zukunft des Helden, das ist dann schwierig. Das ist dann eigentlich auch gleich mit dem letzten Punkt, nämlich Fazit zum Helden. Oder hier, ja, doch, Wünsche für die Zukunft und Voraussetzungen für Endgame, so was da so alles so zusammenspielt. Das ist ganz nah beieinander. Denn ich wünsche Captain America einen würdigen Abschluss aus dem Marvel Cinematic Universe. Ich möchte, dass er würdig von der Leinwand abtritt und da wissen schon alle, wovon ich rede, wenn ich sage würdig. Ich kann mit dem Gedanken nicht leben, dass er einfach in der Vergangenheit reist und im Prinzip wäre es dann so alles, als wäre er nie da gewesen. Das möchte ich nicht und damit kann ich nicht leben. Ich kann mit der Rolle dann abschließen, wenn er einen würdigen Heldentod auf der Leinwand stirbt. Und das wünsche ich mir einfach für Captain America. Wenn ihr andere Wünsche habt für Captain America, dann lasst es mich auch gerne unten in den Kommentaren wissen, weil das interessiert mich nämlich auch. Captain America ist jetzt nicht so der krasse Fan-Favorite unter meinen Zuschauern, sondern da ist es dann doch irgendwie eher Tony Stark. Aber lasst mich trotzdem mal in den Kommentaren wissen, was wünscht ihr euch für Captain America? Wie soll er denn von der Leinwand abtreten? Und dann sind wir schon beim Fazit und ich meine, er ist nicht umsonst mein Lieblingsheld. Ich liebe seine Einstellung, seine patriotische Hingabe, die er schon immer an den Tag gelegt hat. Ich liebe es einfach, für was er kämpft und mit welch einer Intention er kämpft, dass er nicht kämpft, um zu töten oder whatever, keine Ahnung. Er hat die richtigen Hintergedanken und er weiß auch, wie man handeln muss. Vor allem in Civil War ist er mir dann zum super Lieblingshelden überhaupt geworden. Und wie gesagt, der Held passt auch einfach perfekt zu mir, weil er kann irgendwie alles besser als ein normaler Mensch. Und da sind wir schon beim Average Man, der alles ein bisschen besser kann als der Durchschnitt. Also es gibt schon Parallelen. Aber naja, lasst mich in den Kommentaren wissen. Feiert ihr Captain America oder feiert ihr Captain America nicht? Das möchte ich von euch und in den Kommentaren wissen. Und dann sehen wir uns morgen zum allerletzten Tag des Avenger Endgame Countdown wieder. Und ich würde dann sagen, ganz chillig, ciao und bis dann.